Wir haben angefangen, einen Zoo zu programmieren. Deine Aufgabe ist es jetzt, diesen Zoo fertig zu machen und ihn mit verschiedenen Tieren zu füllen. Probiere mindestens 3 verschiedene Tiere hinzuzufügen, die alle ein unterschiedliches Verhalten haben. Die Tiere können sich bewegen, Geräusche von sich geben oder auch ihr Aussehen verändern. Natürlich kannst du auch eigene Tiere zeichnen. Oder auch einen Hintergrund hinzufügen. Es muss auch nicht unbedingt ein Zoo sein. Du kannst kreativ sein und dich voll austoben, denn du bist der Programmierer. Probiere dabei, vor allem folgende Bausteine zu verwenden. Du kannst entweder bei unserem Programm weitermachen oder ganz von neu beginnen. Gehe dazu zur Startansicht und drücke auf Neu. In der Startansicht werden unter Programme all deine Programme gespeichert und du kannst jederzeit zwischen Programmen wechseln. Genug geredet. Viel Spaß beim Programmieren. Ich bin ein Krokodil. Ich bin ein Fuchs. Ich bin ein Vogel.